Kevin, Diant, als Torhüter-Duo komplettiert ihr sozusagen das Quartett an Spielern, die das in diesem Sommer den Sprung aus dem Hartmann-Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis geschafft haben. Gestern haben Jonas Brändle und Andrew Owusu schon mal ein bisschen berichtet über die ersten Tage bei den Profis. Wie sieht es bei euch aus, Kevin? Was machen die Knochen? Heute war ja das erste Mal so ein bisschen Regeneration nachmittags angesagt. Wie hast du den Tag verbracht und wie geht's dir? Ja, am Anfang haben wir um 10 haben wir das erste Training gehabt. Ja, da hat man schon ein bisschen leicht gespürt, wie die Beine auch ein bisschen schwer werden. Aber dadurch, dass wir halt heute Mittag jetzt Nachmittag frei hatten oder so den Tag zusammen verbracht haben, waren wir an so einem Golfplatz. Da konnte man ja alles machen. Wir haben jetzt im Duo und auch Andrew war auch dabei, Gökalp und Kevin Sessa, haben wir halt einfach so Minigolf gespielt, aber man konnte natürlich auch normal golfen oder auch Fußballgolf oder Tennis oder sonst was spielen. Ab morgen geht es dann weiter an die Arbeit, zweimal Training, 10 und 16 Uhr. Ihr beide seid natürlich vor allen Dingen auch im Torhüter-Team am Trainieren mit Bernd Weng als Torwarttrainer, aber auch mit Mühe und Vitus Eicher, zwei sehr erfahrene Torhüter. Diant, wie versuchst du von so einer Erfahrung, die es da im Verein gibt oder in der Mannschaft, als Jüngster im Kader mit 17 zu profitieren? Bist du eher der Typ, der sich was abschaut oder gehst du mal auf die Kollegen zu? Klar, schaut man sich, wenn es was Gutes gibt, immer was ab. Man lernt ja immer im Leben. Vor allem von solchen erfahrenen Torhütern, da kann man immer was lernen. In manchen Übungen, klar, spricht halt die Erfahrung für sich und da versuche ich mir halt eine Scheibe davon abzuschneiden. Aber sonst, ich denke, wir sind ein gutes Team. Zwei Junge, zwei Alte, es passt mit dem Bernd Weng, Torwarttrainer, auch super Typ. Also ich denke, wir sind ein sehr gutes Team und ja. Kevin, du bist ein Ticken älter, bist 19 Jahre alt, bist aber sozusagen ein Eigengewächs der Region, kommst ursprünglich aus Neresheim, bis 2016 vom VfR Aalen zu uns gewechselt, damals in der B-Jugend. Hättest du dir damals träumen lassen, dass es letztendlich klappt, dass du die ersten Profi-Schritte oder die Schritte als Profi beim 1. FC Heidenheim machen darfst? Wenn ich ehrlich bin, nein. Wie gesagt, also ich habe immer davon geträumt, Profi zu werden. Ich habe auch immer hart daran gearbeitet. Ich kam natürlich von dem Dorfverein. Da war es in Aalen war es dann erstmal eine andere Liga, sage ich mal so. Aber dann von Aalen nach Heidenheim, da war es dann schon ein ordentlicher Schritt. Und dann halt mit dem NLZ und allem war für mich ungewöhnlich. Ich wusste erst nicht, wie alles läuft, aber habe mich dann schnell drin reingefunden, da mein Bruder ja auch schon dort gespielt hat. Und dann habe ich mir halt immer weiter gekämpft, bis ich dann halt endlich mein Ziel erreicht habe. Aber natürlich geht es immer weiter. Also würdest du schon sagen, eine Menge investiert auch in Sachen Vereinbarkeit von Schule und Training auf höchstem Jugendniveau. Es muss man als Spieler schon viel investieren, um dann letztendlich diesen Sprung schaffen zu können, oder? Ja, man muss auf jeden Fall sehr viel investieren. Man hat kaum Freizeit und da, wo man Freizeit hat, sollte man halt am besten für die Schule lernen. Sonst klappt es mit der Schule nie. Und ja. Diant, bei dir ist der Abschluss schon ein bisschen länger her. Du hast letztes Jahr deinen Realschulabschluss hinter dich gebracht, dann aber auch nicht nur auf die Karte Fußball gesetzt, sondern dich parallel zum Fußball weitergebildet bei uns nach deinem Wechsel. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, als ich hierher gekommen bin, da habe ich klar neben Sport ein Jahr Praktikum gemacht in der Geschäftsstelle und auch im Fanshop. War ein sehr lehrreiches Jahr, mal was anderes. Habe sehr viel dazugelernt, wie es hinter den Kulissen läuft. Und sowohl in der Geschäftsstelle als auch im Fanshop hat es riesen Spaß gemacht. Es waren super Menschen und war alles top. Du bist selbst bis Stuttgarter, hast deine Jugend unter anderem beim VfB und zuletzt bei den Kickers, Stuttgarter Kickers verbracht. Hattest dann aber vor deinem Schritt letztes Jahr nach Heidenheim auch die Möglichkeit zu noch größeren Vereinen zu wechseln. Was hat dich damals bewogen, ausgerechnet nach Heidenheim zu kommen? Heidenheim war für mich immer schon, was heißt immer schon, also als das Angebot kam, war sehr familiär, sage ich mal jetzt. Kleiner Verein, wie gesagt, familiär und es hat mich einfach überzeugt, hier hinzukommen, wie die Leute drauf sind, wie der Verein und wie man sieht jetzt, war das kein Fehler. Also ich bin sehr zufrieden, wie es bis jetzt läuft und
ich hoffe, in der Zukunft wird es weiterhin genauso gut laufen. Und ja. Stichwort Zukunft zum Abschluss und Stichwort Lernen vielleicht auch noch. Ist ein paar Mal jetzt auch gefallen im Verlauf des Gesprächs. Ihr seid beide junge Torhüter. Was sind denn eure Torhütervorbilder? Oder wenn ja, warum? Bei mir ist es klar André Ter Stegen. Gerade weil er einfach souverän ist, macht wenig Fehler und Spielaufbau ist überragend. Jeder Ball kommt eigentlich an. Und wenn er halt mal einen Fehler macht, dann bügelt er den sofort wieder aus, schaltet den Kopf ab von dem Fehler und macht einfach weiter. Und bei dir, Diant, wie sieht's aus? Bei mir ist auch ein Zufall, auch macht André Ter Stegen. Ist ein super Keeper. Beide Füße links sowohl als auch rechts, spielerisch sehr stark, auf der Linie ebenso. Und ja, mein Ziel ist irgendwann genau wie er, so viel zu erreichen, auch von der Leistung her, sich immer weiter zu entwickeln. Und ja, es ist halt genau meine Spielart, wie er auch. Ich möchte auch immer hinten flach und technisch rausspielen und deswegen, er macht es halt auch sehr gut. Und ja. Alles klar, Männer, dann vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg ab morgen wieder bei der Arbeit. Dankeschön. Okay.